Mehrere Dutzend bewaffnete Männer haben in den ostlibyschen Städten Benghazi und Tobruk die Büros der Wahlkommission gestürmt und verwüstet. Die Bevölkerung im Osten Libyens fühlt sich durch die geplante Sitzverteilung in der neuen Nationalversammlung, die am 7. Juli gewählt werden soll, benachteiligt. Mustafa Abdel Jalil hätte auf das Volk hören sollen, aber das ist es, was er will. Er hat uns verkauft. Wenn er auf die Menschen gehört hätte, wäre das nicht passiert. Im rohstoffreichen Osten sollen nur 60 der insgesamt 200 Abgeordneten gewählt werden. Im Westen, einschließlich der Hauptstadt, hingegen 102. Die übrigen Mandate sind für den dünn besiedelten Süden vorgesehen. Die Sitzverteilung richtet sich nach der Einwohnerzahl. In Südlibyen drohen die Thabo mit einem Wahlboykott, sollte die Zentralregierung ihre Truppen nicht abziehen.